Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Train Sim World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Bevor wir mit dem Let's Play beginnen, noch ein kurzer organisatorischer Hinweis, und zwar für all diejenigen, welche auf meinem YouTube-Kanal die Kanalmitgliedschaft Fahrdienstleiter abgeschlossen haben. Diese Kanalmitgliedschaft liefert ja unter anderem auch eine Beratung zu eurem YouTube-Gaming-Kanal, wo ich euch so ein bisschen versuche, euch zu helfen, dass ihr euren Kanal vielleicht noch ein bisschen optimieren könnt. Und es sind jetzt wieder zwei neue Mitglieder dazugekommen, die diese Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Erstmal herzlich willkommen natürlich und Dankeschön für die Mitgliedschaft. Aber diese beiden Mitglieder konnte ich beide noch nicht kontaktieren. Das heißt, wenn ihr diesen Vorteil dieser YouTube-Beratung von mir nutzen wollt, meldet euch dann bitte entweder auf meinem Discord-Server oder ihr schreibt mich über die E-Mail-Adresse an, die ebenfalls auf meinem YouTube-Kanal hinterlegt ist. Also einen dieser beiden Wege könnt ihr nutzen, sofern ihr diesen Vorteil dieser Kanalmitgliedschaft nutzen wollt. So, so viel dazu. Und nun beginnen wir mit dem Let's Play. Da ja aktuell in Train Sim World 4 nicht so viel los, es ist relativ ruhig die letzten beiden Wochen gewesen, habe ich mir gedacht, da schauen wir uns einfach mal so diese Classic Routes an, also schon etwas ältere Strecken. Und damit beginnen wir, ihr ahnt es schon, natürlich mit der ältesten deutschen Strecke. Diese trägt den Namen Rapid Transit. Rapid Transit erweckte eine der geschäftigsten S-Bahn-Strecken Deutschlands zum Leben. Übernehmen Sie nun selbst die Kontrolle über die schicke DB-Baureihe 1442 Talent 2 und befördern Sie Reisende und Pendler auf der S-Bahn-Linie 2 durch die anschauliche und historische Stadt Leipzig. Diese Strecke erschien ursprünglich 2017 für das damalige Train Sim World und ist immer noch, finde ich, sehr interessant. Mittlerweile gibt es zwei Fahrplanmodi, einmal den originalen von 2017 und einmal einen neuen Fahrplanmodus, der da mit dem Preservation Update 2021 kam und euch noch wesentlich mehr Fahrten liefert und auch mehr Fahrzeuge unterstützt. Zum Umfang der Strecke gehören die Baureihe 1442. Als Fahrzeug DLC für diese Strecke gibt es noch die Baureihe 182 mit Doppelstockwagen, und im Fahrplanmodus 2021 werden auch Fahrten mit der Baureihe 143 unterstützt, und da reicht es, wenn ihr hier eben eine dieser Add-ons besitzt, also entweder Rusignord, Taranto-Rampe oder Nahverkehr Dresden. Aus jedem dieser Add-ons gibt es dann ebenfalls Fahrplanfahrten. Ansonsten gibt es bei dieser Strecke noch 5 Szenarien. Logischerweise spielen sie alle mit der Baureihe 1442 und die Baureihe 182, die liefert euch als DLC 3 weitere Szenarien. Ich würde sagen, wir spielen heute das Szenario. Statt Durchfahrt fahren Sie einen Zug von Connewitz aus nach Norden durch Leipzig und den Citytunnel bis nach Bitterfeld. Da würde ich sagen, stürzen wir uns direkt hinein in das Vergnügen. Die Strecke Rapid Transit ist, wie gesagt, die älteste deutsche Strecke, die, also das ist als erste deutsche Strecke für TSW erschienen. So, Stadtdurchfahrt. Mal gucken, ob wir noch eine Einweisung bekommen. Willkommen in Leipzig-Konnewitz. Da dies eine innerstädtische Verbindung ist, werden Sie an allen unterwegs Bahnhöfen halten. Ihre Endhaltestelle ist Bitterfeld. Ist also schon ein kleines Stück, was wir zu fahren haben. Sollten wir also keine Zeit verlieren, steigen ein in unseren Zug, nehmen Platz auf dem Fahrersitz. So, dann sollten wir auf jeden Fall hier die Bremse erstmal anlegen. Die ist nämlich kurioserweise hier gelöst, und öffnen dann die Türen. Und während die Fahrgäste jetzt ein- und aussteigen, können wir den Zug für die Abfahrt vorbereiten. Ich habe jetzt gerade den Richtungswender auf vorwärts gestellt. Und wir können aber auch hier schon mittlerweile die Zugsicherungssysteme PSIFA und der PZB für unsere Fahrten nutzen. Tempomat wird dann wahrscheinlich im späteren Verlauf relevant werden. Dann können wir uns ja hier noch ein bisschen umschauen am Bahnhof von Connewitz. Und man sieht der Strecke, also die Strecke selbst ist ja, wie schon erwähnt, im Dezember 2017, kurz vor Weihnachten, als dritte Strecke und erste deutsche Strecke für das damalige Train Sim World veröffentlicht wurden. Erst nur für den PC, und ein Jahr später, so ein halbes Jahr später, gab es die dann auch für die Konsolen, wo dann TSW damals auch für die Konsolen rausgekommen ist. Die Strecke hat in den 2020er Jahren, das müsste 21 gewesen sein, dann zu TSW 2 Zeiten ein großes Preservation Update
nachgeliefert bekommen. Das hat dann Zugzielanzeigen geliefert. Das hat dann auch hier diese Anzeigen an den Bahnsteigen geliefert. Aber trotzdem sieht man es der Strecke, und das ist jetzt nicht böse gemeint, natürlich an, dass sie eben zu den Älteren gehört. Das sieht man an der Ausgestaltung und so weiter, dass es eben wirklich eine der älteren Strecken für dieses Spiel ist. Das heißt, wenn man hier mal von einem TSW 4 Upgrade sprechen würde, spricht man höchstwahrscheinlich eher von einem Add-on 2.0, also ähnlich wie das mit Long Island Railroad der Fall war. Aber aktuell ist da nichts bekannt, dass da noch mal was nachkommen soll. Wir können uns noch mal die komplette Strecke anschauen. Wir finden uns jetzt hier in Leipzig-Konnewitz. Die Strecke beginnt aber etwas südlicher, und zwar hier in Markkleeberg-Gaschwitz. Das ist die südlichste Endstation. Und dann geht es über Konnewitz, dann durch den Leipziger City-Tunnel. Es ist auch nur der Tunnelbahnhof in Leipzig enthalten. Der obere Teil ist nicht dabei. Dann geht es weiter vorbei an Leipzig-Messe, vorbei an Delitzsch und an Bitterfeld, bis relativ weit nach Norden, also bis wir dann schließlich dann die Station Dessau erreichen. Also es ist schon ein relativ langes Stück, ich glaube 70 Kilometer, sowas sind das. Also schon eine der eher längeren deutschen Strecken, zumindest für damalige Verhältnisse. So, die Fahrgäste sind gleich eingestiegen, und hier müssen wir in der Tat, hier gibt es nämlich so ein paar Probleme, in der Tat die Türen erst schließen, wenn wirklich dieses Skript, weil hier ist das Skript noch ein bisschen anders geschrieben, so, erst dann draufdrücken. Ich habe das nämlich mal vorher gemacht, und dann hat sich das da irgendwie so ein bisschen verbuggt. So, dann sollten wir vielleicht gucken, ob die Parkbremse wirklich auch gelöst ist. Überprüft das. Und bei älteren DLCs immer so gucken, ob wirklich da Strom und die, ob das wirklich alles steht. Und dann können wir uns auf dem Weg dann in Richtung Leipzig MDR machen. Das ist dann unsere nächste Station. Wir fahren diesmal sogar in einer Doppeltraktion. Hier sehen wir auch nochmal den Talent der Talent 2, der S-Bahn Mitteldeutschland. Es ist als dreiteilige Variante hier enthalten, dieses Fahrzeug. Die Variante mit den roten Türen ist allerdings nicht dabei. So ist auch die gute Frage, wie schnell darf ich jetzt hier mit dem Zug eigentlich fahren? Hier ist 120, obwohl das Signal aber eine Ausfahrgeschwindigkeit von 60 anzeigt, aber scheint jetzt ja keinen Gleiswechsel zu haben. Von daher gilt hier wahrscheinlich schon die 120. Ja, wie schon erwähnt, die älteste deutsche Strecke. Trotzdem hat sie schon noch einen gewissen Charme. So, und hier vorne haben wir dann, glaube ich, schon das erste PZB-Pflichtige. Die PZB kam nämlich auch später erst hier dazu. Genau, 80, das heißt, wir müssen schon wieder runter. Früher konnte man zwar die PZB ein- und ausschalten, aber die hat früher in der ersten Version der Strecke noch nicht so in dieser funktioniert, wie das heute der Fall war. Man muss dazu sagen, aus der Frühzeit von TSW, wo diese Strecke herstammt, da war ja DuckTail Games selbst noch am, also da mussten die ja selbst noch, waren die ja selber mehr oder weniger noch in der Lernphase gewesen, wie bestimmte Vorgänge und bestimmte Dinge da hier am besten für das Spiel umgesetzt werden. Das muss man dann ganz klar nochmal als Rechtfertigung sagen. So, jetzt bringen wir jetzt nähern wir uns unserer ersten Station. Leipzig MDR, benannt nach dem Fernsehsender, der ja hier in Leipzig ansässig ist, der Mitteldeutsche Rundfunk. Der Radiosender ist, soweit ich da informiert bin, in Halle-Saale ansässig. Und wir verbremsen uns das erste Mal. Super, in der Probe, wo ich hier ein Stück gefahren bin, hat es geklappt. Und jetzt verbremsen wir uns ganz ordentlich. Aber ich werde jetzt ja auch nicht zurücksitzen, sondern die Türen öffnen. Das ist natürlich ein toller Einstand für unsere Fahrt. Das ist aber nur die erste Tür zum Glück. So, mal gucken, ob wir überhaupt was hier zu sehen bekommen vom MDR. Ich drücke immer die falschen Tasten hier. Das ist immer das Schlimme. Aber ehrlich gesagt kenne ich mich in dieser Ecke hier nicht so gut aus, dass ich jetzt nicht weiß, wo müsste ich jetzt hier nach dem MDR suchen. Das ist auf jeden Fall hier ein ländliches Eck, um uns zu finden. Vielleicht das Gebäude da, kann das sein? Ich weiß es nicht. Bin selbst auch lange nicht mehr durch den Leipziger City-Tunnel gefahren. Aber es war damals schon ein Hingucker, den City-Tunnel zu bauen. Also damit hatte, glaube ich, als erste deutsche Strecke niemand gerechnet. Die zweite deutsche Strecke, die kam dann erst im Jahr 2018, ich glaube im Frühling. Das war dann Ruhr-Sieg-Nord, und die dritte war auch 2018. Das müsste dann die Main-Spessart-Bahn gewesen sein.
So, Fahrgäste hoffentlich bald allein gestiegen. Schließen wir wieder die Türen. Und dann kann es losgehen in Richtung Leipzig. Bayerischer Bahnhof, die erste Station, die im neuen Citytunnel liegt. Der Bayerische Bahnhof in Leipzig, das war früher der Ausgangspunkt für die Bahnstrecken von Leipzig in Richtung Hof. Und der Bahnhof ist vor allem bekannt durch sein historisches Empfangsgebäude. Und dieses Empfangsgebäude, der sogenannte Portikus, der musste sogar beim Bau des Citytunnels kurzzeitig versetzt werden. Da hat man dieses Gebäude angehoben und versetzt, damit man dann den Tunnel da graben konnte. Das war auch sehr interessant. Wurde damals natürlich auch vom TV begleitet. Der Citytunnel selbst wurde im Dezember 2013 eröffnet. Das war auch ein relativ umstrittenes Projekt, da der eigentliche Fahrzeitgewinn dort wohl nicht ganz so hoch war. Also gerade mal, man spricht dort wohl von 10 Minuten Fahrzeitgewinn, aber für das gesamte S-Bahn-Netz war das schon nicht schlecht. Also es fahren ja fast alle S-Bahn-Linien der S-Bahn Mitteldeutschland durch diesen Citytunnel, so dass man einfach, was das Umsteigen und so weiter einfach macht, das, eben erleichtert, da man 5 Bahnhöfe lang Zeit hat, umzusteigen. Und das S-Bahn-Netz Mitteldeutschland ist auch sehr groß. Also die Linien gehen teilweise bis nach Zwickau oder bis nach Hoyerswerda. Ich glaube, die längste führt nach Hoyerswerda. Das sind über 150 Kilometer von Leipzig entfernt. Dann gibt es noch die S-Bahn-Linie nach... Welche gab es denn da noch? Dann zum Beispiel, welche geht noch relativ weit? Hoyerswerda ist, glaube ich, somit die weiteste. Also hier können wir uns mal rausbegeben, aber kommen wir nicht weit. So, können wir auch mal sehen. Da steht nur unser Zug dran. Okay, wir sind schon leicht verspätet. Und die nächste Station ist dann Leipzig-Wilhelm-Leuschner-Platz. Ja, viele würden sich natürlich wünschen, dass man diese Strecke nochmal für TSW 4 auflegt. Und meiner Meinung nach, sollte man am besten den Streckenabschnitt nach Halle-Saale mit beiden Strecken, also sowohl über Leipzig-Halle-Flughafen als auch über Schkeuditz, nachliefern. Und das wäre dann auch eine Rechtfertigung, meiner Meinung nach, dass das Ganze dann eben als separates Add-on veröffentlicht werden kann. Aber es ist nur meine Meinung dazu, denn ich denke, bei der Strecke müsste so viel gemacht werden, dass wir hier nicht nur einfach über ein Upgrade sprechen können, sondern dass wir hier mit Sicherheit eher über ein neues separates DLC dann sprechen müssten. Es ist, wie gesagt, die drittälteste Strecke, die es für TSW gibt. Älteste ist die amerikanische Sand Patch Quaid. Die zweitälteste ist die englische Great Western Express Strecke. Da waren wir, glaube ich, auch um Weihnachten rum unterwegs. Im weihnachtlichen Let's Play. Da könnt ihr euch auch einen Eindruck von dieser Strecke machen. Und dies hier, die erste deutsche Strecke. Ihr könnt euch übrigens, wie die Strecke ursprünglich aussah, als sie rauskam, das könnt ihr euch sogar auch noch auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Wie sah die Strecke aus, wo sie rausgekommen ist. Die Videos sind nämlich noch online. Es sind nicht mehr alle TSW-Videos online von mir, die ich damals aufgenommen habe, aber diese sind online. So, ihr seht auch hier, dass die Tunnelbahnhöfe verschieden ausgestaltet sind. Hier am Wilhelm-Leuschner-Platz, also im Vergleich zum Bayerischen Bahnhof, sehr großer Unterschied, dass man halt auf solche Details eben auch geachtet hat. Und obwohl die Strecke zu den ältesten gehört, hat sie trotzdem, wie alle anderen Strecken auch, mittlerweile einen Reisemodus bekommen. Und dieser Reisemodus... Ja, könnt ihr, also erzählt ja das was, und sie hat auch ein Mastery, da könnt ihr euch so ein großes Flugzeug freischalten. So ein Beluga ist das, glaube ich. Was ihr dann hier auch entlang der Strecke zu sehen bekommt. So, dürfen auch 80 durch den Citytunnel fahren. Nächste Station ist dann Leipzig Markt und dann folgt der Leipziger Hauptbahnhof. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges, welches wir hier fahren, ist 160 Stundenkilometer. Es kann durchaus passieren, dass wir die heute sogar noch ausfahren werden. Dann aber erst in Richtung Bitterfeld, weil da die Abstände der Bahnhöfe nicht so... Weil da die Abstände ja dann doch ein bisschen größer sind.
Ja, jetzt kommen wir langsam mit den Bremsen. Ich finde, natürlich ist der Sound wie bei allen anderen älteren Strecken auch hier wieder leider sehr, sehr leise im Fahrzeug. Aber das ist ein Problem. Es ist damals mit dem Schweinsim World 2 Rush Hour Patch entstanden und bis heute bei den älteren Strecken nicht vollständig behoben worden. So, Leipzig-Markt haben wir erreicht. Bis jetzt sind wir noch sehr, sehr gut im Fahrplan. Ich weiß gar nicht, ob ich das Szenario hier so schon mal gespielt habe, aber auch hier sehen wir auch wieder eine sehr individuelle Ausgestaltung vom Bahnhof Leipzig-Markt. Kaufempfehlung für Rapid Transit, meiner Meinung nach, wenn die Strecke im Sale ist und ihr solche S-Bahn-Strecken mögt, dann solltet ihr euch die auf jeden Fall holen. Also es ist halt wirklich für S-Bahn-Fans absolut was. Ob man die noch zum Vollpreis kaufen sollte, das ist natürlich letzten Endes eure Entscheidung. Meine Empfehlung, klar, für den Sale. Aber man sieht der Strecke, ihr habt es ja in Konnewitz jetzt schon gesehen, man sieht der Strecke natürlich stellenweise schon ihr Alter an, dass die natürlich jetzt nicht auf dem Niveau einer aktuellen Strecke ist. So, dann geht's weiter. Wir schließen die Türen. Und die nächste Station ist dann Leipzig Hauptbahnhof Tief, wo wir genau in 20 Sekunden schon ankommen sollen. Und dort noch ein Haltzeichen. Nee, Haltzeichen, das Signal haben wir nicht. Das sah vorher kurz so raus. Also das ist dann sehr optimistisch, aber es gibt teilweise wirklich solche S-Bahn-Fahrpläne, wo du auf solchen kurzen Abständen in einer Minute dann schon am nächsten Bahnhof sein sollst. Ist natürlich total unrealistisch, das zu schaffen. Aber das scheint dann eher so eine Orientierungszeiten zu sein. Also ihr seht, das ist dann schon... Mal gucken, ob wir das aufholen können. Möglicherweise könnte man das schaffen in Richtung Bitterfeld. Jetzt geht es bergab, aber der beschleunigt bloß so langsam. Habe ich jetzt irgendwas hier wieder verstellt im Zug? Ja, wie als wäre irgendeine Bremse hier drin. Und Leipzig Hauptbahnhof Tief. Den kenne ich auch im Vorbild. Ich bin ja schon mehrfach umgestiegen und ich finde, dass man diesen Tiefbahnhof hier... Also der hat definitiv einen sehr, sehr guten Wiedererkennungswert, ist zumindest meine Meinung dazu. Der obere Teil des Leipziger Hauptbahnhofes ist nur angedeutet. Ja, was ist denn hier mit den Bremsen los bei dem Zug? Jetzt haben wir die Notbremse drin, eine ganz tolle Sache auf. Ja, das verstehe ich manchmal auch nicht bei dem Zug. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal um und hier kommt es auch wieder mal ein Zug entgegen. Und die Objekte hier haben natürlich sehr, sehr viel Kollisionsabfrage. Hier ist natürlich auch ein bisschen überbelichtet. Und hier oben sehen wir angedeutet die Hallen, aber der obere Bereich selber, der kann nicht befahren werden. Beziehungsweise, also der ist halt nur angedeutet. Man kann das ein Stück belaufen, aber das kann da halt nicht irgendwie jetzt direkt befahren werden. So. Jetzt irgendwie die Bremsüberlastung oder irgendwas, was wir hier... Egal. So, gut. Dann ist die nächste Station Leipzig Nord. Und da zeigt das Signal. So, muss ich jetzt hier irgendwas quittieren? Das sieht ganz danach aus. So, und das ist die Frage. Darf ich jetzt erstmal nur... Ne, 85. Er sagt sogar 85. Okay. Ich hätte jetzt eher mit 45 gerechnet, weil wir so langsam angefahren sind. Und dann werden wir jetzt hier den Leipziger City-Tunnel verlassen. Wie gesagt, damals ein aufwendiges, sehr teures und umstrittenes Projekt. Aber letzten Endes, um die Leipzig mit der ganzen Region und umgekehrt die ganze Region damit Leipzig anzubinden, hat es auf jeden Fall, meiner Einschätzung nach, auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Das muss man ganz klar sagen. So, hier können wir doch erstmals hier den Tempomaten einschalten. Ach nee, doch nicht. Moment, der war irgendwo anders. Dann lassen wir den erstmal so rollen. Hier war der, genau. Jetzt! Und dann passt das. Lass mal den nämlich rollen. Hier sehen wir auch jetzt das Vorfeld des Leipziger Hauptbahnhofes. Sie sehen, die Hallen sind angedeutet, aber da ist halt nichts detailliert irgendwie. Ist natürlich auch hier sehr, sehr leer alles. Das hängt aber damit zusammen, dass es ja damals
noch nicht so die großen Möglichkeiten gab, großartig noch was irgendwie darzustellen. Oh Gott, nee, wir müssen runter, um Gottes Willen. Wir waren fast bei 100. Eieieiei, weil man muss bei dem Zug echt beim Bremsen schon ein bisschen aufpassen. Aber das passt alles. Wir erreichen die Station Leipzig Nord und das Ganze sogar noch einigermaßen pünktlich. Also, und dann haben wir noch hier eine quartierpflichtig. Ne, die ist nicht quartierpflichtig. Das ist, zeigt ja 100 an. Quartierpflichtig erst ab 80, glaube ich. 80, 90, sowas in dem Dreh. Und damit haben wir Leipzig Nord erreicht. Das nächste ist dann, meine ich, Leipzig Messe. So, wie erwähnt, es gibt zwei Fahrplanmodi, die ihr auf jeden Fall bekommt, wenn ihr diese Strecke habt. Einmal den 2017er, das sind auch alles relativ lange Fahrten, die euch dann über die Strecke führen. Und dann gibt es noch den 2021er, da habt ihr auch sehr kurze Fahrten teilweise dabei, wie zum Beispiel die Fahrten, diese Fahrten mit dem Zug. So, das reicht jetzt erstmal. Wir fahren ja jetzt nicht nochmal in dem Tunnel. So, Bremse gelöst und dann kann es weitergehen in Richtung Leipzig Messe. Da können wir dann wieder voll die 100 ausfahren. Ihr seht auch hier, wie wir das auch aus dem anderen VVO-Talent 2 kennen. Sobald wir da bremsen, geht der Tempomat auch wieder aus. So, gilt das jetzt hier für uns? Ne, scheint nicht so zu sein. Also Beschleunigungsverhalten des Zuges ist gut. Und wie schon erwähnt, wir sehen hier relativ wenig Züge. Das selbst auch zu der Zeit, wo dann dieses Fahrplan-Update kam, selbst da. Na gut, da gab es schon einige deutsche Züge, aber es natürlich wirkt alles so ein bisschen hier bei diesen älteren Strecken meist noch ein bisschen leblos. Zu der damaligen Zeit war auch noch gar nicht irgendwie an Fernverkehr oder irgendwas hier zu denken. Die Strecke Richtung Leipzig-Messe, die führt jetzt hier weit in Richtung Norden. Wird auch hier auf der rechten Seite sind dann die Fernbahngleise, die auch von Regionalzügen oder dem ICE benutzt werden. So, was müssen wir hier aber erstmal gucken. Damit haben wir die 120 erreicht. Das erste Mal, dass wir jetzt hier 120 fahren dürfen. Und sollen in anderthalb Minuten dort ankommen. Also Fahrplan ist relativ eng, aber schaffbar. Natürlich würde diese Strecke auch Potenzial für Güterzugfahrten haben. Die Strecke hat übrigens auch natürlich die Möglichkeit, dass man hier das freie Spiel nutzen kann. So könnte man sich beispielsweise diese kleine Ostdiesel-Lok, diese kleine V6, diese Baureihe 204 mit Güterwagen setzen und von Bitterfeld nach Dessau fahren und so weiter. Also Potenzial hat diese Strecke hier in jedem, auf jeden Fall. Achten. Und dann erreichen wir die Station Leipzig Messe. Ich glaube, es müsste mit einer der Stationen sein, die hier mit die längsten Bahnsteige hat, weil eben die auch so für Fernverkehrszüge vorgesehen sind. Und Leipzig Messe, für mich auch ein ganz besonderer Ort, denn einige von euch können sich vielleicht noch dunkel daran erinnern, ganz früher fand ja die Games Convention, die ja schon seit Jahren in Köln ist, die fand früher in Leipzig statt. Und zwar am Messegelände, da war auch immer relativ viel los und das waren noch Zeiten, bevor es dieses S-Bahn-Netz Mitteldeutschland gab. Also da hat man dann wirklich Doppelstockzüge mit 5 Doppelstockwagen da gefahren zu den Zeiten. Aber man hat es geschafft. Es ist nicht so, dass die Massen an Leuten von Leuten da irgendwo draußen stehen geblieben sind. So, wir erreichen jetzt hier Leipzig Messe. Und jetzt kann ich euch das vielleicht sogar zeigen. Und zwar meine ich, dass das da hinten war in Richtung Messegelände, dass das dort die Messehallen so angedeutet sind. Da verläuft eigentlich hier noch eine Straßenbahn. Und da hinten hat früher mal die Games Convention stattgefunden. Ja, das müsste da in die Richtung gewesen sein.
Musste, konnte man eine Haltestelle entweder fahren mit der Bahn oder ist das halt gelaufen. So, ich kann gleich losfahren. Vielleicht schaffen wir es noch, uns den Zug anzuschauen. Und dann lösen wir schon mal die Bremse. Und die nächste Station ist Rackwitz. Also jetzt kommen wir auch in die Phasen, wo wir hier... So, sind die Türen zugegangen? Ja. Jetzt aber. Bisschen zu früh beschleunigt. Aber auch der Messebahnhof, er hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Also, auch wenn die Strecke eben jetzt schon ihr 7. Jahr feiert, es sind Dinge hier definitiv wiedererkennbar. Und da kommt es schon der nächste Zug entgegen. Also KI-Verkehr ist auf jeden Fall hier relativ viel unterwegs. Sollen knapp 2,5 Minuten die 4 Kilometer bis nach Rackwitz abgespült haben. Da können wir das erste Mal auch 160 fahren mit dem Zug, wenn er das denn schafft. Wie lange sind wir eigentlich? Hier sehen wir nochmal, was noch kommt. Rackwitz kommt noch, Zschortau, Delitzsch, Petersroda und schließlich dann Bitterfeld. Zieht sich halt dann eben auch ein bisschen, wenn da so viele Stationen kommen und so hältst dann hier, dann zieht sich das. Diese Triebwagen, die wurden extra auch für diese S-Bahn Mitteldeutschland gebaut und in, eben lackiert in dieser entsprechenden Farbgebung. Ich glaube, die Inneneinrichtung ist da, meine ich, auch ein bisschen abweichend im Vergleich zum normalen DB-Talent 2. So, aber hier wird es knapp. Das ist auch kaum zu schaffen. Wir sind jetzt erst gleich bei den 160. So, 160 haben wir drin. Ja, schon sportlicher Fahrplan. Also man kann es schaffen. Ich glaube, wir sollten sogar 160 fahren. Das ist sogar so ein Ziel hier im Szenario. Also in dem Master V. Fahre einmal 160 mit dem Zug. Und bei 160 bei so einer hohen Geschwindigkeit. Muss man natürlich auch sehr, sehr früh anfangen zu bremsen. Sollte man nie unterschätzen, aber das kommt mit der Routine. Selbst wenn ihr angefangen habt, Ransom World zu spielen, das kommt, dass ihr da ein bisschen Gefühl habt, auf welcher Geschwindigkeit müsst ihr wo anfangen zu bremsen. Aber das braucht ein bisschen Training. Und gerade wenn ihr neu anfangt mit solchen Spielen, wird euch das Anbremsen mit Zügen, da wird euch das manchmal sehr, sehr frustrieren. Kann ich so aus eigener Erfahrung sagen. Aber mein Einstieg war damals der Microsoft Train Simulator. Da war das ja alles mit der Steuerung nochmal so ein bisschen schwieriger, weil... Vom Fahrverhalten her bei NTSW ist es schon relativ einfach gehalten. So, wir erreichen Rackwitz bei Leipzig. Da wartet schon der nächste Gegenzug. Also relativ viel los hier auf der Bitterfeldstrecke. Eigentlich gar nicht so viele Linien fahren. Aber was soll sonst entgegenkommen? Muss man sich auch mal hinterfragen. Was soll sonst entgegenkommen? Weil so viel ist ja der einzige Zug, der hier mitgeliefert wurde. So, kann man schon mal das anbremsen. Wir haben es sogar auch noch pünktlich geschafft. Wo fährt der denn hin? Der fährt nach Leipzig MDR. Okay, schräg, dass das auch Endstation ist. So, hier können wir uns jetzt mal umschauen im Zug ein bisschen. Hier sehen wir auch erste Klasse Abteile, zweite Klasse. Ich glaube, das Kinderspieleck ist ja auch mit dabei. Mit der S-Bahn Mitteldeutschland, das ist das hier. Wo wir sogar so dieses S-Bahn-Netz hier sehen, was ein bisschen Werbung macht. Ist auch hier sehr detailreich, auf jeden Fall. Aber wir müssen schon wieder zurück. Wir müssen zurück, sonst verspäten wir uns. Das wollen wir ja nicht. Okay, gehen die von alleine zu die Türen? Krass. Ach nee, das war der Zug auf dem Gegengleis. Okay. Aber wir können uns auch in Bewegung setzen. Wieder 5 Kilometer in 3 Minuten. Das ist sehr, sehr sportlich auf jeden Fall. Das Einzige, was bei der Strecke, wie schon erwähnt, die ist ja vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten 2017 veröffentlicht worden. Das macht natürlich, was das Marketing angeht, absolut Sinn, dass man die auf jeden Fall vor Weihnachten draußen haben wollte. Aber man merkt es an manchen Punkten. Zum Beispiel bei der Ausgestaltung der Szenarien ist das schon spürbar.
Denn die Szenarien führen uns alle nur über einen Streckenabschnitt in 30 bis 45 Minuten von A nach B. Ich glaube, bei einem Szenario in Leipzig-Messe, da fährst du mal auf das Nebengleis, aber es ist nichts irgendwie Spezielles, was die Szenarien angeht. Es ist ja nicht irgendwie, dass du mal die Fahrtrichtung wechselst oder mal ein Zugteil aufnimmst oder abkuppelst, sondern es sind ganz normale A-B-Szenarien und das war im Vergleich zu den ersten beiden Strecken Sandpatch Great oder Great Western Express, da war das eigentlich eher von der Ausgestaltung her eher wieder eine kleine Enttäuschung damals gewesen, aber man kann es durchaus verstehen, dass man damals die Szenarien, weil das Ganze eben vor Weihnachten raus musste, dass man die dann logischerweise einfach halten musste, damit da wieder ein bisschen Produktionszeit gespart war. Das ist die einzige Erklärung, weil man kann selbst auf der Strecke, selbst wenn du da nur einen Zug dabei hast, kannst du da wesentlich mehr machen, sowas oder hin und her fahren und so weiter, aufrüsten, abrüsten. Und es war übrigens auch die erste elektrifizierte Strecke, die es für Trainsim World damals gab. Die erste Strecke, wo wir... Oh, nee, so, das war ein bisschen zu früh. Es war die erste Strecke, wo eben auch elektrifizierte Züge unterwegs sind. Es gibt zwar bei der Great Western Express, da gibt es zwar auch Züge, also zwei Oberleitungen, aber die sind doch, glaube ich, nur statisch angelegt. Und Sandpatch Great ist ja sowieso eine Dieselstrecke. So, wir nähern uns der nächsten Station, Zschortau. Da kommt uns wieder ein Zug entgegen, also für KI-Verkehr ist ja auf jeden Fall gesorgt. Da wieder nur so ein Einzelner. Fast schon ja zu früh. Ach, weil es ja auch bergauf geht. Deswegen bremst der jetzt logischerweise ein bisschen besser, ein bisschen effizienter. Aber relativ kurzer Bahnsteig sehen wir jetzt aus. Siehst du aber, wie genau du hier zum Teil halten musst, gerade in Doppeltraktion. So, jetzt aber. Das passt. Passt wunderbar. Alte Punkte sind ja aber sehr, sehr gut positioniert. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen früher sogar angekommen. Aber die Ausgestaltung der Zug selber sieht hübsch aus, oder? Findet ihr nicht? Den könnt ihr, glaube ich, sogar im Fahrplanmodus auf der Taranter Rampe fahren von Dresden Richtung Chemnitz. Da könnt ihr dann in Dresden bis nach Tarant als S-Bahn fahren, wenn ihr das wollt. Passt da zwar nicht ganz genau hin, aber ja, das sehen wir auch nochmal hier. Ausgestaltung, wie gesagt, Weihnachten 2017, Stand 2017. Nicht vergleichbar mit einer heutigen Strecke, die gebaut wird. Aber damals, wie gesagt, waren die Entwickler natürlich auch in der Einarbeitung. Das darf man nie vergessen. Daher halte ich das für schwer bewertbar, jetzt diese Strecke zum Beispiel mit aktuellen deutschen Strecken zu vergleichen, weil da einfach ein paar Jahre Produktion dazwischen liegen. So, weiter geht's nach Delitzsch, letzter größerer Bahnhof auf unserer Strecke, auf unserer Fahrt bis nach Bitterfeld. Aber was man natürlich sieht hier, die Verbesserung durch das Preservation Update. Zum Beispiel diese etwas schöneren Wolken. Ich kann euch nur zum Vergleich nochmal sagen, schaut euch mal auf meinem Kanal, da müsst ihr einfach auf älteste Videos gehen und da müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Da seht ihr die Strecke, wie sie wirklich zum Release-Zustand aussah im Dezember 17. Und selbst da hat das Preservation Update schon einiges verbessert. Und auch diese ganzen Sachen hier mit den Fahrtrichtungs-, also diesen Anzeigen am Bahnsteig, den Fahrgastanzeigen oder die Zugzielanzeigen, die wir hier sogar selber steuern können. Das sind so Sachen, die sind meiner Meinung nach nicht selbstverständlich. Das kostet auch jede Menge Arbeit, das reinzubringen. Und das hat man alles bis zum Ende von Trainsim World 2 gemacht, dass die alle alten Strecken so einen gewissen gleichen Stand hatten, technisch gesehen. Und die eine oder andere hat es ja dann mal sogar jetzt in den vergangenen Jahren zu einem TSW 3 oder TSW 4 Upgrade geschafft. Beispielsweise Dresden-Riesa hat ja mit Release von TSW 4 ein Riesen-Upgrade bekommen. Oder jetzt neulich Long Island Railroad 2.0, wo man halt die alte Strecke als Basis genommen hat und darauf nochmal ein neues Add-on entwickelt hat. Wäre für diese Strecke, meine ich, auch eine interessante Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, davor... Oh Gott. Sag jetzt nicht mit 160 und dann noch auf einem... Ach, bitte nicht. Bitte, bitte nicht.
Bitte tu mir das nicht an, liebes Spiel. Hier ist LZB, aber die kann hier, glaube ich, nicht genutzt werden. Ich bin aber nie mit LZB-Fahrzeugen hier gefahren, muss ich dazu sagen. So, okay, jetzt hat es freigeschalten. Ich glaube, wir brauchen den Tempomaten jetzt hier aktuell nicht, weil wir sowieso gleich wieder runter müssen. Ja, brauchen wir jetzt hier nicht einzustellen. Ja, seht, bremst aber ganz gut runter. So, dass da eine Minute ankommt, da können wir auch ein bisschen Zeit lassen. Wir müssen nicht auf der letzten Rille hier runterbremsen. Also, nächste Station, Delitzsch, unterer Bahnhof. Hier gibt es, glaube ich, auch ein Szenario, was hier startet. Ja, und wenn ihr weiter so Interesse habt an diesen alten Strecken, dann schreibt es ruhig in die Kommentare, dass wir uns auch mal so ein bisschen die älteren angucken. Weil ich finde, dass die immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn die neuen Strecken kommen. Obwohl es vom Namen her auch interessante Strecken sind. Und gerade die Bahnhofsgestaltung hier, die sieht auch schon ganz gut aus. Zwar die Umfelder der Bahnhöfe und des Stadtgebietes zwar jetzt nicht ganz so, wie wir das aus aktuellen Strecken kennen, aber die Ausgestaltung selber direkt von den Bahnhöfen hier, das finde ich meiner Meinung nach ganz gut getroffen. Wir sind auch verhältnismäßig viele Leute schon am Bahnsteig. So, wir haben Zeit. Und das konnten uns jetzt, finde ich immer toll, wenn man so ein bisschen Zeit hat zum Anhalten. So, Türen wieder auf. Da können wir uns hier mal den Bahnhof von Delitzsch anschauen. Während hier der Zug in Richtung Leipzig unterwegs ist, der fährt auch zum MDR. Was, wieso enden die alle am MDR? Ist das Schienersatz oder was? Aber jetzt gerade so hier. Damals ist noch niemand hier mit dem Fahrrad hergekommen. Dann ein kleines Café am Bahnhof. Nicht wundern, was diese Fahrgastanzeiger hier angeht. Wenn ihr im Fahrplanmodus unterwegs seid, zeigt das natürlich auch für die KI-Züge an. Das ist jetzt hier nur im Szenario, dass das nur für uns eingetragen ist. Szenarien sind ja da immer noch ein bisschen spezieller. Und ich verdattel hier wieder die Zeit. Für uns geht es weiter Richtung Petersroda. Vorletzter Halt, also letzter Halt vor Bitterfeld. Generell hat die Strecke, wie gesagt, viel Potenzial. Man könnte zwischen Dessau und Bitterfeld auch Intercities fahren, zum Beispiel. Oder eben Güterzüge. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob hierfür noch irgendwas kommt oder ob die Strecke einfach zu betagt ist, dass da noch was kommt. Viele wünschen sich ja zum Beispiel auch für die Great Western Express Strecke, also die zweitälteste, wo wir Weihnachten unterwegs waren, die wünschen sich ja auch, dass die Strecke nochmal kommt. Und zwar auf der Basis elektrifiziert und dass man da halt dann den Aventra fahren kann, diesen neuen Zug, der auch bei London Overground dabei ist. Aber mal gucken, wie es ja weitergeht. Also manchmal muss man ja auch sagen, gerade bei ganz, ganz alten Strecken, dass die Überarbeitung einfach dann zu komplex wäre. Ich finde diese Idee, wenn man eine Strecke erweitert, und zwar spürbar erweitert, finde ich, ist das okay, wenn man da sagt, gut, dann mache ich halt nochmal ein zweites Add-on draus. Aber wenn es nur um eine Überarbeitung geht, kann man das ja auch wie bei West Somerset Railway machen. Da wurde die Strecke, da wurden ja auch Teil der Szenerie aufgebaut und das Ganze gab es als kostenloses Update, wenn man die Strecke schon hatte. Beziehungsweise war sie, wenn man sie noch nicht hatte, für 5 Euro da, gerade auf Steam erhältlich. Das war schon eine große Überraschung. So, 3 Minuten noch bis Petersroda. Interessant wird es dann, glaube ich, vor Bitterfeld. Da müssen wir dann wirklich mal aus 160 bis vor so einem Einfahrsignal runterbremsen. So, und wir sausen mit 160. Also Master wie Stufe 1 müssten wir damit abgeschlossen haben, meiner Meinung nach. Weil das war ja nur 2000 XP sammeln. XP sehe ich jetzt gerade nicht, das habe ich ausgeschalten. Oder und eben 160 fahren. 2 Minuten bis zum Ziel. Ja, also irgendwie ist das, entweder ist das geskriptet, dass da vorne immer Signale sind, oder es fährt wirklich ein Zug voraus. Aber dann fährt er sehr weit voraus, sodass er uns nicht beeinträchtigt. Kommt übrigens im Fahrplanmodus gelegentlich mal vor, dass eine KI-S-Bahn verspätet ist und du fährst dann verspätet hinter der her. Immer schön PZB, rotes Signal und so weiter. Habe ich auch schon erlebt im Fahrplanmodus.
So, wir werden uns nun unserem Ziel nähern. Und wenn ihr Bock habt, können wir gerne im nächsten Part dann nochmal eine schöne Fahrt machen. Und zwar dann weiter bis nach Bitterfeld. Und natürlich dann irgendwann, da gibt es ja auch ein Szenario, wo wir in Bitterfeld starten und dann entsprechend auch in die Gegenrichtung bis nach Markleberg-Gaschwitz runterfahren können. Das ist dann, glaube ich, ein oder zwei Stationen weiter. Und eine Minute noch. Also der Fahrplan hier finde ich gerade großzügig. Das war lediglich in Leipzig ein bisschen zu eng, aber ansonsten ist der hier ganz gut gestaltet. Sehr schön ausgewogen. Nicht zu knapp, aber auch nicht zu. Also eine Zwangsbremsung dürfte man sich jetzt ja nicht erlauben, denke ich mal. Und damit erreichen wir Petersrode. Er hat so ein bisschen mich verbremst hier. So sieht es gerade aus. Einfahrt sollte man ja immer gucken, dass das in der Regel mit so, jetzt aber haben wir Petersrode erreicht und hier wird auch schon vorsignalisiert eine 100, die wir nicht quittieren müssen. Und davon werden wir dann Bitterfeld erreichen. Also, was mich sehr freut, sehr viel KI-Verkehr hier unterwegs. Das freut mich wirklich. Also, was belebt die Strecke? Es gab übrigens sogar zeitweise mal ICEs, die durch den City-Tunnel in Leipzig gefahren sind. Gerade dieser ICE Dresden-Düsseldorf, mit dem ich selber doch durch den City-Tunnel noch gefahren. Also, als Fahrgast natürlich. Hab mit der echten Bahn da nichts zu tun beruflich. So, das heißt, hier werden wir höchstens auf die 100 drauf gehen. So, das ist die Frage. Also das dürfte normal hier nicht quittierpflichtig sein, aber im Zweifelsfall. Aber eigentlich ist es nicht quittierpflichtig. Na, und wie ich das gehört, ist es das auch nicht. Wieso zeigt das überhaupt jetzt hier 100 an? Ach, wir haben wahrscheinlich davor einen Gleiswechsel, nehme ich an, oder? Weil Bitterfeld ist doch noch so weit weg. Hä? In der Zeit. Ach doch, davon ist auch die besagte 100. Das heißt, lohnt sich das für uns überhaupt noch jetzt hier? Hä? Ja, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Entschuldigung. Entschuldigung für die Frustration. Jedes Mal vom Endbahnhof dieser Blödsinn. Wo war jetzt hier was Quittierpflichtiges? Hä? So. Sorry, Leute. Da kommt dann auch mal der Frust durch. So, vorwärts bist du. Und 45 wirst du auch nur, also ich wäre wahnsinnig ja mit sowas. Oh, Leute. Sag mir jetzt nicht, dass der hier nicht mehr losfährt. Nee, Leute, das macht mich dann auch wirklich wahnsinnig, dann sowas. Das ist dann wirklich, das sind dann so Sachen, die. Ach, boah, Richtungswende hat sie sich auch so. Gut, damit werden wir also Bitterfeld später erreichen. So, befreien kann ich mich aus der. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ist ja vorne nur 60. Also da muss ja da an der Weiche irgendwo ein Gleiswechsel sein.
der ja niedriger als 80, also 80 oder niedriger ist. Ich verstehe ja gerade nicht. Also das habe ich jetzt nicht verstanden mit dieser Bremsung hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist dann wieder sehr bezeichnend. Du hast eine super geile Fahrt. Okay, hier wird eine... Das ist die 100, die angesagt. Das ist die 100, das ist keine andere Geschwindigkeit. Das ist die ganz normale 100, die wir auch gesehen haben. So, hier ist auch 100, weil das ist wahrscheinlich wegen dem Gleiswechsel, schätze ich jetzt mal. Ist wieder LZB. Verstehe ich nicht. Ich denke mal, der schickt uns jetzt hier aufs Gegengleis. Deswegen die 100, das war mir fast schon klar. Also super nachvollziehbar ist das nicht. Wieso schickt der... Das habe ich, glaube ich, schon mal hier gehabt an dem Eck. Dass der uns hier aufs Gegengleis rüber schickt. Eigentlich dürften wir da gar nicht so schnell fahren, aber... Scheint auch hier bahntechnisch dafür ausgelegt zu sein. So, hier wird dann eine 40 signalisiert. Ne, 120. Ne, 120 war das, oder? Gut, 120. Es ist natürlich dann mega, mega ärgerlich, so kurz vor Schluss dann noch so eine Bremsung zu haben. Lassen wir den einfach rollen. Da vorne könnte ja eh schon wieder was Quittierpflichtiges sein. Genau, da blinkt das nächste Signal. Das wird dann aber die Einfahrt in den Bahnhof von Bitterfeld dann sein. Genau, hier ist 120. Und hier ist dann das nächste. Das ist nämlich dann eine 60. Das heißt, da uns auf die Überwachung... Also was das erste da war, ich natürlich... Werde ich es mir dann auch mal nochmal im Video natürlich anschauen. So, hier ist noch ein Gleiswechsel. Also der schickt uns jetzt schon auf das Gleis für die Rückfahrt, so wie das Ganze aussieht. Und ab dem Signal gilt dann wahrscheinlich die 60, die da angekündigt wurde. Genau, ne, die ist dann hinter dem Signal. Aber das ist auch so ein Problem, was TSW hat. Normalerweise wird, wenn das Signal das sagt, würde das dann ab dem Hauptsignal auch gelten und nicht erst weiter hinten. So, und ihr seht, eine Zwangsbremsung gehabt und schon können wir... den Fahrplan nicht mehr einhalten. So, dann muss ich die umgekehrten Signale noch quittieren, aber das wäre ja dann auch ein Fehler. Nee, muss ich nicht. Das ist schon mal gut. Das ist nochmal so ein Wiederholer für die 60. So. Aber es wäre auch, glaube ich, ohne Zwangsbremsung relativ knapp geworden, wegen diesen Geschwindigkeitsreduzierungen. So, hier müssen wir sogar runter, und zwar auf 45, weil uns das ein Halt zeigendes Signal vorhersagt. Mir kommt die Stelle hier auch sehr bekannt vor. Naja, trotzdem. 2 Minuten Anschlusszüge werden wohl hoffentlich noch erreicht. Bitterfeld ist auch mit der größte Unterwegsbahnhof. Also sechs oder sieben Gleise sind das hier. An 3 Bahnsteigen. Genau, wir stellen den, glaube ich, dafür die Rückfahrt bereit. Nein, und doch ein bisschen später angekommen als gedacht. Aber es stimmt dann mit dem 45, also 40, 45 Minuten. Ich glaube, 12.28 Uhr, sowas sind wir gestartet mit dem Szenario. So, 500 Hertz Magnet aktiviert sich richtigerweise. Und da steht es auch schon dran, dass der Zug Verspätung hat. Das finde ich auch gut, dass das dann so quasi hier mitgemessen wird und dann anzeigt, wenn wir uns verspäten. Das kann zumindest der Gegenzug. Also, Kollege, du bist auch nicht ganz normal, oder? Dass du so nah an der Kante läufst. So, wir entriegeln die Türen. Und ja, sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bitterfeld. Sehen wir auch hier den Bahnhof von Bitterfeld. Das ist halt bei den alten Strecken, diese Objekte hatten überall Kollisionsabfrage, auch wenn du die Kamera bewegt hast. Naja, egal.
Wollen wir uns jetzt nicht dran festhängen. So, ein paar Minuten verspätet angekommen. Eigenverschulden wahrscheinlich. Also ich guck's mir auch nochmal an. So, und jetzt verlassen wir den Zug. Finde ich auch toll, dass wir das dann so beenden. So, da verlassen wir also den Zug. Und begeben uns zum Ausgang, um dieses Szenario zu beenden. Sehen wir was? Ja, wir sehen die Auswertung und diese Punkte haben wir locker geholt, die wir hier brauchen. Wir kriegen Gold, aber kein Platin. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eine Fahrt auf der allerersten deutschen Strecke Rapid Transit, die S-Bahn von Markkleeberg-Gaschwitz durch den Leipziger City-Tunnel in Richtung Bitterfeld und Dessau. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.